So Freunde, kleiner Disclaimer vorneweg, ich stehe hier im Sleeve +++, aber natürlich ist der Laden heute zu, deswegen trage ich auch keine Maske. Darum soll es aber nicht gehen, ich wollte euch nur kurz heute den Laden hier noch zeigen. Ihr habt ihn vielleicht das ein oder andere Mal schon gesehen. Ein Mix aus gut sortierten Plattensortiment, aber auch Vintage Secondhand. Sehr cooles Ding hier. In Leipzig sollte man auf jeden Fall supporten, gerade auch in der aktuellen Zeit, wo es dem lokalen Einzelhandel jetzt auch nicht besonders gut geht. Der Laden hier wurde eröffnet im April, also in einer sehr schwierigen Zeit, und deswegen ist es für uns persönlich umso wichtiger, auch die lokalen Shops zu supporten und irgendwie zu zeigen, und das genau wollen wir heute machen. Ich zeige euch jetzt mal so ein paar Ecken hier, die es hier gibt, so ein bisschen das Sortiment, und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. So, ihr seht, wir sind hier gerade in der Plattenabteilung. Ich habe gerade schon so ein bisschen gedickt und hier gibt es gefühlt alles von hier. Die Kategorien stehen alle da: UK Bass, Breaks, Footwork. Footwork, don't know what it is, aber Breaks kenne ich. Verschiedene Techno-Sachen bis hin zu House-Klassikern, aktuellem House, Downbeat-Stuff. Ja, also hier ist, glaube ich, so für ziemlich jeden was zu finden, was so Platten angeht. Und man kann die natürlich dann hier auch, es gibt so zwei Plattenspielerstationen, die kann man dann auch einfach hier direkt anhören. Und auch das hier ist, glaube ich, so ein bisschen das Kerngeschäft momentan bei Sleeve +++, weil die Auswahl einfach sehr gut ist. Hier auch so ein bisschen Funk und Disco, also gibt genug Auswahl hier. So Freunde, die Platten haben wir euch ja schon gezeigt. Jetzt sind wir hier im Vintage-Secondhand-Bereich. Ihr seht schon, die Stangen hängen voll mit kunterbunten Stuff. Hier gibt es alles, was das Secondhand-Herz begehrt. Es ist auch egal, wer, Frauen, Männer. Also es gibt wirklich für alle hier was. Von alten Jeansjacken, die gedeiht sind, bis hin zu Fred Perry-Poloshirts, Schuhe, Mützen, Rucksäcke. Die Auswahl ist unfassbar gut hier. Es ist für jeden was dabei, es ist super gut sortiert. Und das zusätzlich zu der Plattenkomponente ergibt einfach einen echt coolen Store, der mit sehr viel Liebe geführt wird. Und deswegen, wenn ihr in Leipzig seid, checkt unbedingt mal Sleeve +++ aus. Die Webseite packe ich euch unten nochmal in die Info. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal weiter im Text und viel Spaß noch beim Video. Wer mich kennt und wer mir folgt, weiß, dass ich in den letzten Wochen und Monaten schon des Öfteren auch Vintage-Pieces gedeckt habe und gefriftet habe. Das hat mehrere Gründe. Natürlich zuallererst mal dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dass man halt Klamotten kaufen kann, die cool aussehen, die aber schon mal getragen wurden, gebraucht waren, was auch immer. Und natürlich der zweite Gedanke ist, dass man halt auch diese Sachen super gut stylen kann, weil man natürlich damals back in the days auch Schnitte hatte, Farben hatte, Produkte hatte, die es heute gar nicht mehr gibt, die aber vielleicht einfach viel nicer sind. Die Kids oder allgemein alle Leute verstehen da draußen, dass man nicht immer nur neue Sachen kaufen muss, sondern auch mal Secondhand konsumieren kann. Und auch ich bin ein Mensch, bei dem der Prozess so langsam aber sicher im Kopf auch anschlägt. Wer das vielleicht noch weiß, ich war letztes Jahr auf Dokumentationsreise in Kambodscha, wo es auch viel um das Thema Fast Fashion ging. Ich bin noch lange nicht am Ende meines Weges. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie mich selbst beweihräuchern, aber ich denke, ein Anfang ist gemacht mit diesem Thema, dass ich halt mehr und mehr auch in Vintage-Shops online und offline schaue, was ich da kaufen kann und nicht immer alles neu kaufen muss, schon gar nicht in Bezug auf Fast Fashion. Gleich kommen noch die Vorstellungen ein paar vereinzelter Pieces und ich stelle euch nochmal meine 5 aktuellen Lieblingsshops vor, wo ich aktuell immer sehr viel nach Vintage- und Secondhand-Sachen suche. Natürlich ist es so, in dem Fall, dass ich halt meistens auch gerade aufgrund der Corona-Geschichte jetzt alles online geshoppt habe, weil es offline halt einfach nicht möglich ist. Aber ganz oft hast du es ja auch noch, dass offline, wenn die Läden wirklich physisch da sind, die aber vielleicht gar nicht die Power haben zu sagen, wir können online das Gleiche aufziehen. Und da kommt jetzt auf jeden Fall der gute Vincent ins Spiel. Willi hat es angekündigt, das Werbegesicht des Kanals hier gerade am Start. Schwierige Nummer, deswegen hat sich Google und der Deutsche Handelsverband was Nettes ausgedacht. Die haben nämlich eine Initiative gestartet, Zukunft Handel. Da gibt es dann hier so ein Kit, das kriegt man mit der Post. Das könnte ich jetzt auspacken, mache ich aber nicht. Ich zeige euch nämlich die Page von Google, die eingerichtet haben. Da können sich nämlich diverse Einzelhändler Hilfe holen, zum Beispiel, wie werde ich online gefunden. Man kann sich einen Webshop machen, dass man dann in Zukunft auch ein bisschen online shoppen kann. Es gibt diverse Trainings, es gibt einen Support. Also Google und der Deutsche Handelsverband haben sich da wirklich was ganz, ganz Nettes ausgedacht. Für jeden kleineren Einzelhändler kann man mal empfehlen. Bis dahin. Tschüss. So Freunde, ihr habt es ja jetzt von Vincent gehört, also da gibt es auf jeden Fall eine gute Starthilfe, das finde ich richtig nice. Aber jetzt kommen wir nochmal back to the topic, und zwar Vintage-Klamotten. Ich habe euch mal ein paar meiner letzten Pickups sozusagen hier auf die Stange gehangen
und wollte euch die jetzt mal zeigen und mal einen kleinen Einblick geben, was man denn so finden kann, auf jeden Fall, wenn man ein bisschen diggt in Vintage-Shops, online oder offline. Und fangen wir doch einfach mal mit den Taschen an, würde ich sagen. Und zwar haben wir hier, habe ich gleich zwei Sachen, eine Dior-Bag aus der John Galliano-Zeit mit der Nummer 1 drauf und hier oben noch so eine Art Cardholder von Dior. Diese Taschen findet ihr in vielen, vielen Vintage-Shops, gerade wo es darum geht, Secondhand-Designermode zu suchen oder zu finden. Da gibt es immer wieder diese Taschen. Finde ich sehr schön. Ich habe hier auch noch eine Prada-Tasche hängen. Wie ihr seht, die habe ich erst kürzlich erworben, so eine Bowling-Bag. Oder solche, die kennt man ja, diese schwarzen Prada-Umhängetaschen. Gibt es zum Beispiel Vintage. Dann des Weiteren, was ich auch jetzt kürzlich erst für mich entdeckt habe, ist Hosen. Gerade so was Carhartt und Levi's angeht, sind die ja ganz vorne dabei, wenn es darum geht, so Reworks zu machen von Hosen. Da machen jetzt auch schon verschiedene Shops immer ihre eigenen Designs, also kaufen alte Hosen an und bearbeiten die dann, bemalen die, bepainten die, was weiß ich, spritzen die voll mit irgendwelcher Farbe oder dyen die, wie die hier. Finde ich auch sehr cool, kann man auch komplett neue Looks damit gestalten. Des Weiteren, was auch immer geht, was auch gerade gut im Trend ist, sind so Harrington Jackets, wie diese Polo Ralph Lauren Jacke hier. Habe ich mir auch erst kürzlich geholt, richtig geiler Fit und die Farben sind ja heute auch wieder komplett in Mode. Gibt es auch in allen verschiedenen Formen und Farben in den Online-Shops. Und worauf ich persönlich so richtig kleben geblieben bin, sind so Hoodies und gerade so von Nike aus den alten 90er-Zeiten. Wie zum Beispiel diese Zip-Jacke hier mit dem Hoodie dran. In dem Sandfarben hatte ich auch schon mal einen Fit hier an, kann hier gleich mal eingeblendet werden. Auch eine richtig feine Sache, weil die Schnitte früher irgendwie noch viel geiler waren, länger und ein bisschen lockerer. Richtig gut. Genauso wie hier diesen Strick-Sweater, der ist praktisch noch mit einem Tag dran aus den 90ern. Richtig witzig. Finde ich richtig geil. Und last but not least haben wir hier noch Shirts, verschiedene Arten. Also fangen wir jetzt mal wieder mit den Mini-Swoosh-Shirts an. Da haben wir hier einmal blau und grüne Swoosh-T-Shirts. Auch wie gesagt Vintage, auch schon öfters in Fits angehabt. Kann man nie was falsch machen, die werden nie alt und sind zeitlos. Oder aber wir haben zum Beispiel auch sowas wie dieses Ferrari-Tee hier, finde ich auch sehr witzig. Keine Ahnung von wann das ist, aber das habe ich mir mal geholt. Auch super erhalten. Und dann eben noch zum Beispiel so Sachen wie solche Motive hier, ne? Diese College-Motive gehen auch immer sehr gut geschnitten, gerade für große Leute. Ja, genau. Und das sind so die Sachen, die ich mir so in den letzten Wochen gekauft habe. Wie ihr seht, kunterbunt. Es gibt gefühlt alles, was es irgendwie neu zu kaufen gibt, auch schon als Vintage-Stuff. Und mindestens genauso gut. Und wenn ihr ein bisschen nach der richtigen Qualität liegt, dann geht das auch klar. Und jetzt kommen noch meine aktuellen 5 Lieblingsshops. Natürlich gibt es viel mehr Shops, aber wenn ich die jetzt alle vorstellen würde, würde das die Zeit sprengen. Die aktuellen 5 Lieblingsshops, wo ich eigentlich täglich gucke, wenn neuer Stuff da ist. Da haben wir zum einen Haute Coutures, welcher meine erste Anlaufstelle für Secondhand-Designer-Sachen sind, wie zum Beispiel diese Prada oder Dior-Taschen, die ich gezeigt habe. Des Weiteren haben wir Pieces. Pieces ist auch ein sehr schöner deutscher Secondhand-Shop, wo ich die Harrington-Jacke gefunden habe von Ralph Lauren. Des Weiteren gibt es auch noch True Vintage, wo es auch ein sehr breites Potpourri an Klamotten gibt. Finde ich sehr geil. Einer meiner liebsten Shops ist auch Domino Vintage, den habe ich über Instagram entdeckt. Da gibt es ganz oft diese Mini-Swoosh-Nike-Geschichten. Und last but not least Retro Area, finde ich auch ein sehr guter Shop, ist auch aus Deutschland. Und da habe ich zum Beispiel meine gebleachte Levi's Jeans her. So Freunde, an dieser Stelle nochmal kurz gesagt, Vintage Secondhand, eine richtig feine Sache. Wie gesagt, ich bin da auf einem guten Weg für mich und ich finde, jeder sollte sich mit dem Thema beschäftigen und zumindest mal überlegen, ob er sich immer was neu kaufen muss oder es auch einfach Gebrauch kaufen kann. Wir sind heute durch mit dem Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wenn ihr Feedback habt, wie immer in die Kommentare. Glöckchen aktivieren, nicht vergessen. Daumen nach oben würden wir uns sehr freuen. Und Vincent ist schon weg, aber ich bin noch da. Und deswegen verabschiede ich mich heute mal alleine. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace.